Servus Leute, im heutigen Video geht es um die Settings in Arena, insbesondere wie man die maximale Performance rausholt, welche Settings ich da verwende und ein paar Tipps und Tricks, was es da zu beachten gilt, alles in diesem Video. Viel Spaß! Wenn man sich zum ersten Mal in EFT Arena einloggt, dann werden die Settings vom normalen EFT übernommen. Deswegen basiert dieser Guide auch auf meinem alten Settings-Video fürs normale EFT. Verlinke ich euch hier oben oder unten in der Description. Schaut es euch auf jeden Fall an, wenn ihr so Settings sehen wollt wie Process, Lasso, Nvidia Settings, Windows Settings oder allgemein alle meine Einstellungen. Und hier gehe ich bloß darauf ein, was sich in der Arena da verändert hat an meinen Settings, was ich umgestellt habe. Zuerst mal, wie entstehen Frames in der Arena bzw. in Tarkov? Grundsätzlich ist das Spiel natürlich wieder CPU-RAM gebunden. Also, umso besser die CPU und umso schneller der RAM. RAM ist hierbei ganz wichtig, spart nicht am RAM. RAM-Geschwindigkeit ist sehr wichtig bei EFT. Umso mehr kann die CPU liefern und dann, wenn die Frames entstanden sind, dann rechnet sozusagen die Grafikkarte die Grafikdetails drüber. Das heißt, die Grafikkarte bottleneckt nur, wenn sie zu schwach ist und man zu viele Details eingestellt hat, eine zu hohe Auflösung und so weiter. Die minimalen Frames hängen immer an der CPU plus RAM. Und man kann mal feststellen, ob seine Grafikkarte bottleneckt, beziehungsweise wie arg die ausgelastet ist. Einfach mal darauf achten, wenn ihr Arena spielt, könnt ihr im Taskmanager machen oder bei HW Info, es gibt da verschiedene Programme, die Grafikkartenauslastung betrachten. Und wenn das öfters der Fall ist, dass die auf 95% oder höher ist, dann bottleneckt die Grafikkarte. Dann müsstet ihr mit euren Grafikdetails etwas runtergehen. Das war bei mir der Fall. Ich habe eine sehr starke CPU, ein 7950X3D Ryzen mit die beste, die man haben kann. Der 7800X3D ist ein bisschen besser oder der 14900KS. Aber das sind bloß ein paar Prozentpunkte. Das heißt, meine CPU ist so sehr, sehr stark und ihr seht im Hintergrund schon das Gameplay. Und ja, viel mehr FPS als da kann man nicht wirklich erwarten, weil das halt ja, wie gesagt, CPU gebunden ist. Meine Frames sind in dem Fall auf 200 gecapped. Ein bisschen mehr wäre da möglich. Aber ja, das sind so die Frames, die man erreichen kann. Und dass ich das erreiche, musste ich meine Grafik-Settings ein bisschen zurücknehmen. Ich habe eine 3080 und ich musste bei den Grafikdetails ein bisschen zurückgehen, weil sonst meine Grafikkarte gebottleneckt hätte. Wenn das jetzt bei euch anders ist, also es ist halt je nach System, ne, welche CPU, welche Grafikkarte, kann man jetzt nicht grundsätzlich sagen. Beobachtet das und wenn eure Grafikkarte wenig ausgelastet ist, dann könnt ihr bei den Grafikdetails und Auflösungen hochgehen. Und wenn sie über 95% geht, dann geht ihr bei den Grafikdetails runter. Und was man da machen kann, schauen wir uns jetzt an. Meine Grafik-Settings im Vergleich zum normalen Tarkov. Grundsätzlich ist es so, alles was ihr bei Grafik-Settings einstellt, belastet die Grafikkarte mehr, wenn ihr höher geht oder weniger, wenn ihr runter geht. Was ich verändert habe im Vergleich zum normalen Tarkov ist, ich habe HBAO und SSR auf Off getan. Das sind Settings, die einfach das Spiel schöner aussehen lassen, Spiegelungen und so weiter. Im normalen Tarkov war das ja kein Problem, ich wollte, dass es besser aussieht, auch für Aufnahmen und so. Und ist ja auch nicht verkehrt. Und in der Arena war das dann aber der Fall, dass meine Grafikkarte, wie gesagt, öfters bei 95% ist. Die zwei Optionen habe ich rausgenommen auf Off. Und jetzt ist die Grafikkartenauslastung bei so 90, vielleicht mal 95, so ganz wenig Bottleneck. Ich muss natürlich mit DLSS spielen. DLSS ist da hier der größte Faktor. Oder wenn FSR, geht natürlich genauso, FSR 2.2. Da grundsätzlich nur auf Quality würde ich das auslassen und mit Normalkantenglättung spielen, dann hätte ich 40% weniger Leistung von meiner 3080. Das heißt, hier muss ich schon einige Einschränkungen in Kauf nehmen, aber DLSS sieht auch noch gut aus und die zwei Optionen raus. Ansonsten ist alles gleich geblieben und wie gesagt, wenn ihr jetzt eine wirklich schwache Grafikkarte habt oder eine bessere CPU, dann und merkt, dass die Grafikkarte bottleneckt, dann geht bei der Texturqualität runter. Ihr könnt natürlich bei der Auflösung runtergehen. Je nachdem, dann macht natürlich DLSS an. Ich würde aber DLSS und FSR würde ich nichts anderes außer Quality empfehlen, weil Balanced und Performance erst recht sieht dann schon ziemlich schäbig aus. Anisotropische Filterung könnt ihr ausmachen und ja, wenn dann gar nichts hilft, dann nimmt ihr halt die Texturqualität ein bisschen runter. Und das sind so die Settings, die man machen kann und dann sollte das auch sein. Ihr müsst auf jeden Fall darauf achten, dass eure Grafikkarte nicht bottleneckt. Bei der CPU könnt ihr leider nichts machen. Da könnt ihr bloß hingehen, ja, die übertakten, die Undervolten, XMP aktivieren und so weiter. Schauen, dass das alles richtig läuft und mehr Einfluss hat man da leider nicht. Und bei der Grafikkarte kann man halt ein bisschen mehr machen. Dann gibt es noch den einen oder anderen Kniff rund um die Controls, der mir aufgefallen ist. Und zwar, wenn es darum geht, hier, es gibt... In Arena gibt es ja diesen, hier, wo ist es? Radio. In Normaltarkov gibt es bloß VoIPen, in Arena gibt es Radio, dass man sich halt mit seinem Team unterhalten kann. Und ich habe das umgelegt, ich habe Radio auf V, wo ich normalerweise VoIP in Tarkov habe, habe ich auf V gelegt. Und auf N, Push to Talk, das ist dann das normale VoIPen. Nee,
Enable, Disable, doch, das ist das normale Wipen. Und wenn man normal Tarkov startet, dann verändert sich das wieder. Müsst ihr aufpassen, also wenn ihr zwischendrin in normal Tarkov seid, dann verändert sich hier diese Binds wieder, weil es das halt in Tarkov selber nicht gibt. Und ein weiteres Setting ist hier, was anders ist. Man kann hier die Noise Reduction beim Funk kann man einstellen. Ihr kennt es vielleicht, wenn eure Teammates funken, ihr versteht gar nichts, weil da solche Störgeräusche drin sind. Ich glaube, das ist dieses Setting. Macht es auf jeden Fall auf Disabled und Microsound Sensitivity auf 4. Sonst war ich wohl in-game viel zu leise. Das hier gibt es noch rund um den Sound zu beachten. Ansonsten ist alles gleich, wie ich es auch in normal Tarkov habe. Und die Settings dazu findet ihr in meinem Video. Das werde ich jetzt hier nicht nochmal wiederholen. Und das war es auch schon mit den Arena-Settings, was es da rauszuholen gilt, insbesondere bei der Performance. Und denkt dran, ich bin übrigens nahezu täglich live auf Twitch, twitch.tv/outsider. Würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut. Link findet ihr unten in der Description oder im ersten Comment. Lasst mal ein Follow da. Und hier auf YouTube würde ich mich über ein Abo freuen. Daumen nach oben, Kommentar unter dem Video. Wir sehen uns wieder hier auf YouTube oder eben auf Twitch. In dem Sinne, macht's gut und bis dann. Inside.